Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach und schnell die beste Musik für eure YouTube-Videos finden könnt. Viel Spaß! Die Website, die ich euch heute vorstellen will, nennt sich Epidemic Sound. Es ist eine riesige Musikbibliothek, auf der ihr filtern könnt, auf der ihr vorgefertigte Playlists habt, auf der ihr eigentlich so gut wie alles machen könnt, um die richtige Musik für eure Videos zu finden. Am Anfang habe ich auch noch immer auf YouTube Musik suchen müssen und ich denke mal, die meisten von euch werden mir zustimmen, dass es doch meistens ziemlich mühsam ist, dort was Richtiges zu finden. Und wenn man da mal was gefunden hat, weiß man auch nicht unbedingt, ob man das Ganze dann benutzen darf. Man hat wieder Probleme mit Copyright Claims. Epidemic Sound bietet da meiner Meinung nach die beste Lösung. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ganz kurz das Interface an. Hier oben haben wir die Möglichkeiten, nach einem Lied zu suchen. Das heißt, wir können hier Genres oder auch Stimmungen auswählen. Zum Beispiel hier ist mal Dreamy oder Happy und können hier zum Beispiel noch Pop und Electronic reinmachen. Und schon bekommen wir Lieder vorgeschlagen, die uns vielleicht gefallen. Außerdem haben wir hier rechts auch noch die Möglichkeit, nach Energy, Tempo oder Länge des Lieds zu filtern. Wenn uns ein Lied dann gefällt, können wir hier einfach auf Find Cinder drücken und schon werden uns ähnliche Lieder vorgeschlagen, die zu unserer letzten Auswahl passen. Und diese beiden ersten Funktionen sind einfach schon diese beiden Features, die ich an Epidemic Sound einfach sowas von liebe. Ihr könnt einfach so schnell irgendwelche Lieder finden und wenn ihr eins gefunden habt, was euch gefällt, findet ihr wieder andere, die euch wahrscheinlich genauso gut gefallen. Gerade wenn man jetzt einen Vlog hat, wo man relativ viele verschiedene Lieder haben will, ist das doch sehr praktisch. Der zweite Tab hier oben heißt Albums und es sind nicht wirklich Alben, es ist eine Art von Playlist. Hier können wir auch wieder nach Kategorien filtern, das heißt Genres oder auch vorgefertigte Kategorien wie zum Beispiel YouTube Vlogs. Und wenn wir jetzt hier irgendwo drauf gehen, können wir hier auch schon sehen, wir haben einige Lieder zur Auswahl, die alle relativ ähnlich sind. Es ist hier einfach eine unheimlich große Auswahl an Playlists und es kommen da fast täglich neue dazu. Wir haben hier einfach ganz verschiedene, ich meine, ihr könnt es euch einfach mal selber durchlesen. Neben Musik können wir auf Epidemic Sound auch noch Soundeffekte herunterladen. Das finden wir hier unter dem Tab SFX. Hier sind wir jetzt erstmal eine riesige, komplett unsortierte Auswahl. Entweder wir filtern jetzt hier nach Kategorien, da gibt es aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel zur Auswahl. Das heißt, falls ihr irgendwas wollt, sucht ihr hier einfach zum Beispiel nach Nature oder was auch immer und seht hier einfach SFX und schon habt ihr hier All SFX Results. Eine riesige Liste an verschiedenen Effekten für eure Videos. Jetzt habe ich euch erstmal die positiven Seiten von Epidemic Sound gezeigt. Ich möchte aber auch noch ganz kurz auf die negativen Seiten eingehen und zwar ist es der Preis. Solltet ihr nicht in einem Netzwerk drin sein, kostet Epidemic Sound nämlich 13 Euro im Monat. Ich persönlich bin in einem YouTube-Netzwerk, das einen Vertrag mit Epidemic Sound hat. So bekomme ich Epidemic Sound praktisch kostenlos und gebe eben einen Teil meiner YouTube-Einnahmen ab. Solltet ihr nicht in einem YouTube-Netzwerk sein, kostet Epidemic Sound aber ca. 13 Euro im Monat. Ob sich das Ganze lohnt, entscheidet natürlich ihr. Wenn ihr jetzt wirklich viel YouTube macht, viel macht, wofür ihr Musik braucht, viele Vlogs macht, cinematische Sachen macht, kann ich persönlich, zumindest für mich, sagen, es würde sich auch lohnen, wenn ich 13 Euro dafür zahlen müsste. Falls ihr jetzt nur ab und zu mal ein YouTube-Video macht, vielleicht auch Gaming macht, wo Musik jetzt nicht unbedingt so eine extrem große Rolle spielt, würde ich ehrlich gesagt nicht sagen, dass es sich lohnt, zumindest nicht für mich. Kommt natürlich ganz drauf an, wie ihr das Ganze empfindet und auch, wie viel 13 Euro im Monat letztendlich für euch sind. Falls ihr euch noch nicht ganz sicher seid, könnt ihr euch einfach ein kostenloses Probe-Account erstellen und die Epidemic Sound Bibliothek 30 Tage lang kostenlos nutzen. Das war es auch schon mit diesem kleinen Quick-Tipp. Falls ihr irgendwelche Fragen zu Epidemic Sound, zu Musik auf YouTube habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich hoffe, ich kann darauf antworten. Jetzt gibt es noch eine kleine Info für alle Abonnenten dieses Kanals und zwar wird sich das System, wie ich Tutorials mache, ein bisschen ändern. Bisher habe ich mich natürlich immer darüber gefreut, wenn ihr mir Tutorial-Ideen in die Kommentare geschrieben habt. Es wird sich jetzt ein bisschen ändern und zwar wird das Ganze jetzt nicht mehr über die YouTube-Kommentare laufen, sondern über ein Google Docs-Format. Das heißt, schaut einfach in die Beschreibung. Der erste Link in der Beschreibung ist dieses Formular. Falls ihr euch irgendwelche Tutorials, Quick-Tipps, was auch immer wünscht, schreibt mir einfach dort. Ich werde versuchen, in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein Video dazu zu machen. Und auch wenn ihr in der Vergangenheit schon mal einen Kommentar geschrieben habt, schreibt einfach nochmal in dieses Formular rein. Das würde mich echt ultra freuen, wenn ich da ein paar Anfragen von euch bekomme. Und ich freue mich natürlich auch immer, euch ein bisschen weiterzuhelfen. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch weiterhelfen. Wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Weiterbearbeiten. Ciao.